Und weiter geht es mit Manalords. Wir haben die erste Siedlung Bullenheim. Jetzt haben wir eine zweite. Und da gehen wir einmal kurz rüber. Wir können jetzt parallel in zwei Siedlungen bauen und mit einem Trupp marschieren wir noch rüber und wollen nochmal ein Banditenlager ausnehmen. Das heißt, das Erste, was wir machen, ist, dass wir den Trupp hier nehmen und zurückschicken, da wo er herkommt. Nämlich einmal hier hin. Und die sind ja hier relativ lahmarschig und schnell kaputt. Mit ihnen wollten wir. An derselben Stelle ist nochmal ein Lager entstanden, ja. Das heißt, hier vorne geht's bitte hin. Die Bogenschützen holen wir uns nachher. Wir müssen auch ein bisschen arbeiten. Und hier vorne jetzt wiederum können wir jetzt hier die Siedlung bauen. Genau. Ungeschützte Waren. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Wir haben 8 Bauholz hier vorne. Dass wir früh Lager bauen, damit die Sachen durch den Regen nicht kaputt gehen oder dass sie nicht verschimmeln. Und wir müssen natürlich auch Holz hier selber produzieren. Wir hatten hier vorne das erste Siedlungslager errichtet hier. Der Siedlung seien sogar 2 Lager, mein Dread in the Storm. Gucken wir uns gleich mal an. Und hier ist das erste notdürftige Camp, das wir errichtet haben. Zelte für Obdachlose. Hier vorne haben wir einen Ochsen. Ja, und ich glaube, der Ochse kommt, kann auch direkt hier hinkommen. Wir haben 50 Geld. Ich glaube, wir könnten es machen, ne? Wer weiß, bis wann er kommt. Dann würden manche Transporte schneller laufen, glaube ich. Wir brauchen etwas Geld vor Ort allerdings auch, um irgendwo in einem der Gebäude einen Hühnerstall vielleicht zu kaufen. Weil dann haben wir eine höhere Vielfalt mit Eiern. Da haben wir auch gute Erfahrungen mitgemacht. Weil die Leute dann schnell zufrieden sind. Lass uns mal in einem Nachbargebäude in der Nachbarstadt gucken, wie teuer das war, einen Hühnerstall zu bauen. Also für eine erste Kleinstsiedlung würde ein Hühnerstall schon irgendwo reichen. Ein Hühnerstall kostet 25 Geld. Ja, 2x Hühner. Also entweder wir arbeiten mit dem einen Ochsen und machen einen Hühnerstall dazu. Das reicht für eine Kleinstsiedlung aus mit Eiern, allerdings nicht für eine größere. Da wir müssen auch Leute anlocken. Ja, komm, wir gehen auf Nummer sicher. Wir gehen erstmal in Hühnerställe rein und gleich einen Hühnerstall, einen Ziegenstall. Dann können wir auch eine Marktfläche ausweisen und dann haben wir eine höhere Nahrungsvielfalt. Wir haben allerdings auch eine höhere Nahrungsvielfalt dadurch, dass wir Beeren und Fleisch haben. Das reicht auch. Ein Ochse reicht zum Start auf jeden Fall. Da vorne geht's hin. Wie ich das fände, wenn man eine Region miteinander verschmelzen könnte, weiß ich noch nicht, Akira. Frag mich das, wenn wir ein bisschen länger gespielt haben. Kann ich gerade noch nicht beurteilen. So, jetzt brauchen wir einmal ein Kornspeicherlager und ein normales Lager, damit die Gebäude nicht kaputt gehen. Der Speicher kostet 2 Bauholz. Wir haben 8 und 10 Steine. Wir haben 20. Das normale Lager kostet 2 Holz. Dann hätten wir also noch 4 Holz übrig von den 8. Und ein Baumfäller kostet 2. Dann würde ich tatsächlich damit anfangen, dass wir erstmal die Vorräte schützen. Damit würde ich anfangen. Damit fangen wir an. Wir fangen mal mit dem an, was verderblich ist. Fangen wir mit dem Lebensmittelspeicher an. Frage, wohin packen wir den? Also den Lebensmittelspeicher brauchen wir natürlich in der Mitte der Stadt und er soll reinkommen, die Bärenvorräte. Und hier vorne wird Jagd betrieben. Der kann ruhig in die Mitte der Stadt, zentral hin. Oder in die Nähe des Marktplatzes. Und wo stellen wir den Marktplatz nachher hin? Wir hatten gesagt, eventuell würden wir hier hinten vielleicht hier und hier nachher Weizen machen, ne? In die Mitte. Und die Marktplätze hier so an Rand hier so hin, ne? Das könnte man machen. Da sind die wilden Tiere, da sind die Bären. Wir könnten auch hier so einen Marktplatz aufziehen. Hier in diese Region rein. Wobei, das schreit auch nach einer Kirche. Wir müssen nicht, ob die hier reinkriegen. Ich würde hier, glaube ich, den Marktplatz hinpacken. Das halte ich für eine coole Idee hier. Ich darf alles zeigen, was im Spiel drin ist, Dix. Ich habe ja kein Tabu. Es ist halt nur noch nicht alles drin im Early Access.
Das ganze Spiel ist noch nicht da. Also die Early Access Version kann ich schon zeigen. Da habe ich auch keine Verbote, aber ist halt noch nicht alles drin enthalten. Es gibt keine geheime Vollversion. Die gibt's nicht. Ja. Hier kommt nachher der Marktplatz hin. Ich glaube, der Marktplatz kostet auch. Ich glaube, der Marktplatz kostet auch keine Regie. Den kann man so aufziehen, glaube ich. Ich glaube, der kostet nichts. Wo ist nochmal der Marktplatz? Oh Gott, wo ist der Marktplatz? Verwaltung? Handel. Handelsposten? Viehhandelsposten? Nee, vielleicht kommt er später noch. Herrenhaus, Siedler, Lager, Industrie kann es nicht sein. Landwirtschaft sollte es eigentlich auch nicht sein. Vielleicht bei den Wohngebäuden. Brunnen müssen wir nachher bauen. Der kostet auch ein Holz, allerdings nur. Taverne, Holzkirche, Leichengrube. Da ist der Marktplatz. Der kostet nichts, keine Baukosten. Dann lass uns den schon mal aufziehen, hier vorne. Hier in die Mitte. Den kann man nämlich auch krumm und schief bauen. Und hier machen wir noch ein Stück Straße hin. Straßen kosten auch nichts. Dann ziehen wir hier den Marktplatz hin. Wo war er nochmal? Bei der Logistik, ne? Ach, jetzt muss ich schon wieder suchen. Wo hatte ich ihn gerade entdeckt nach langem Suchen? Hier. Aus irgendeinem Grund ist er bei den Wohngebäuden. Fragt bitte nicht nach. Einmal Marktplatz. Der läuft ja genau über die Straße. Das ist doof. Der steht auf der Straße. Die Zelte verschwinden später, aber die müssen erstmal eine Umleitung bauen hier. Nein, schaut mal, wie schön. Hier liegt Laub auf dem Boden. Sieht das hübsch aus. Boah, da würde ich so gerne sofort wandern gehen. Dann Wohngebäude, Marktplatz, das ist der Marktplatz, hier lang, Straße lang bis, reicht das aus? Wir machen es anders. Wir machen die ganze Kurve hier lang bis hierhin. So ein bisschen schief und krumm. Ich glaube, das sieht hübsch aus. Das wird der Marktplatz, ja? Ach, bis wir den gefüllt haben, brauchen wir ewig. So. Können wir einen zweiten anlegen? Und noch einen Chicken größer. Einmal hier hin. Zu groß, das ist doch Angeberei. Die werden wir nie brauchen. 39 Stände. Wenn wir 39 Waren hier haben, ich mache mal 40. So wäre 50. 43, 28, 43, komm, zack. Dahinter jetzt die Straße. Einmal Zugang. Zweimal Zugang. So, das ist der Marktplatz. Der wird von alleine gefüllt werden im Laufe der Zeit. Jetzt die Vorratsgeschichten. Das war bei der Logistik. Wir fangen an mit einem Speicher und wir brauchen ein großes Lagerhaus. Das Lagerhaus nimmt sehr viel Platz weg. Und den Speicher wollten wir machen zwischen hier oben. Wollten wir den reinmachen, ne? Da ist der Ochsenkarren.
Hier gegenüber vom Marktplatz. Wir könnten das Stück Straße hier wegmachen. Königstraße kann nicht entfernt werden, na toll. Ein Speicher hier hin. Oder so ein Lagerhaus und Speicher nebeneinander haben. Was meint ihr? Also Holz wird da nicht reingepackt. Die auch hier hin machen, auf die gegenüberliegende Seite vom Marktplatz. Ne, zwei nebeneinander. Die Kirche kommt da auch noch hin. Die Kirche wollten wir in die Mitte setzen, die Kirche könnten wir hier hinsetzen. Da ist schön viel Platz. Machen wir hier Speicher und Co. Einmal das Lager hier hin. Das Zeltlager wird von alleine irgendwann nachher sich auflösen. Einmal. Dann der Speicher daneben mit einem Stück Straße. Dann der Speicher daneben. Den Brunnen müssen wir auch mal checken. Na, der Brunnen muss auf einer auf einer Wasserfläche draufstehen. Gut, das ist, glaube ich, bei Sammeln ist das Wasser, ne? Nee, Wasser ist bei Landwirtschaft. Mach mich nicht fertig. Bei Wohngebäuden, bei der Logistik. Wo ist Wasser? Oh, wir können hier auch schon nachher Bienenhäuser bauen, sobald wir Bretter haben. Das ist sehr hilfreich. Die haben hier noch nicht freigeschaltet. Gott, wo ist denn das Wasser, Leute? Brunnen bei Wohngebäude? Ja, da ist der Brunnen. Ah, direkt hier vorne. Schaut mal, gut, dass wir geguckt haben. Hier ist eine Wasserlinie. Und den Brunnen braucht man für alles Mögliche. Brandbekämpfung und Co. Also den zentral hinstellen. Auf so einer Linie, das wäre nicht doof. Die könnten wir da, wo das Lager steht, wäre eigentlich genial gewesen. Oder hier daneben, hier in die Lücke rein. Hier vorne hin. Da können wir daneben gleich, da kommt er hin. Da können wir daneben den Kornspeicher setzen. Der Kornspeicher hin? Ja, geht doch. Einmal hier vorne hin. Klasse. Jetzt müssen wir uns eine Baureihenfolge überlegen. Ich würde mal sagen, die Gebäude, wo was kaputt gehen kann, wenn Nahrung hier verschimmelt würde, dann doof. Machen wir mal den Speicher auf höchste Stufe und das Lager. Dass die mit gemeinsamer Priorität gebaut werden. Den Brunnen brauchen wir nicht sofort. Den machen wir mal auf niedrig. Dann fangen wir an. Und was wir dann außerdem noch brauchen, ist danach Holz für ein Holzfällercamp, ne? Das ist das nächste, was wir machen werden. Wir brauchen auch immer, wir haben nur 5 Familien. Das heißt, wir brauchen eine Familie Lagerhaus, eine Familie Speicher, damit die Waren erstmal eingelagert werden. Dann jede Menge Holz, 2 Leute vielleicht ins Holzfällercamp, ein Bauarbeiter und Transporteur. Und dann warten wir erstmal ab, bis die Siedlung steht halt. Und bis so bis wir genug Baumaterialien haben, einfach mit Wohnräumen, Häusern an. Sonst werden keine Zuwanderer reingelockt und so weiter.
Wir sind im August, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir die Früchte noch reinbringen gleich. Ja, weil die gehen nachher verloren. Vielleicht kriegen wir das auch noch hin. Dann bitte noch einmal Holz sammeln. Und das könnte ruhig ein Stück außerhalb sein, weil es nimmt tierisch viel Platz weg. Sollte allerdings andererseits so stehen, dass hier vorne der Ochsen in der Nähe ist. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier Brennholz und Holz sammeln. Oder wir gehen ein Stück raus und sagen, wir machen das hier so am Rand. Auf beiden Seiten, Holz und Brennholz. Ist zu weit weg vom Ochsen. Wir wollten hier die Wohnhäuser langstellen. Rechts und links von der Straße. Rechts und links Straße Wohnhäuser. Hier auch. Wir können das hier in die Mitte dazwischen setzen. Oder auf die Seite. Auf die Seite. Da gehen wir raus. Wir ziehen eine Straße in den Wald rein. Machen hier in die Mitte. Hier vorne setzen wir es mal hin. Gegenüber vom Markt, das kann man nachher auch noch verschieben. Haben wir gesehen, das war ja kein Problem. Das sind schöne, schnelle Transporte hier. Hier müssen nur drei Bäume für gefällt werden. Ja? Wohngebäude werden hier überall gleich entstehen, genau. Das ist Holzfällerlager. Und damit lassen wir die Leute jetzt erstmal, damit haben die erstmal eine Weile zu tun. Und dann auf Vorrat Beeren einbringen, weil die Beeren gehen schnell verschütt. Wir haben Unmengen an Beeren, eine regionale Geschichte. Die schließen wir von hier aus an. Ein Waldweg und der Bärensammler ein Stück weiter außerhalb direkt daneben. Wildbeuterhütte heißt das hier. Kostet nur ein Holz, sollte eigentlich reichen. Brennholz müssen wir gleich noch sammeln. Haben wir gar kein Brennholz oder haben wir? Wir haben gar kein Brennholz. Wir haben allerdings auch noch keinen Verbrauch im Augenblick, weil es noch nicht kalt ist. Wir haben August, alles gut. Ja. Das heißt, wir stellen hier vorne, da sind die Beeren. Gott, kann man leider nicht so gut erkennen gerade. Wo ist die Straße? Ich habe doch gerade eine Straße hier hingesetzt. Hier vorne, ne? Wo ist die Straße hin? Hier führt die Straße lang. Ich stopp mal kurz. Hier führt die Straße lang, der Weg. Hier ist er. Wo ist der Weg hin? Wie lange der Code für Männergott Lord gilt? Ich weiß es nicht. Ich schätze 1 bis 4 Wochen nach Release noch. Aber mir fehlen noch die Infos. Jetzt müssen wir den Weg einmal suchen gehen, den wir gerade gelegt haben. Hier vorne ist er. Ach, der wurde nicht gebaut? Kann das sein? Dass er nicht eingerastet war hier. Der hat nicht geklappt. Aus mir unerfindlichen Gründen. Vielleicht war der Weg zu lang. Das könnte sein, dass die zu lange Wege nicht machen. Ist bei vielen Spielen so. Oh, durch den Baum durch. Das kriege ich in hübsch hin. Wir lassen den mal ein bisschen schlängeln hier. Hier fangen wir an. Durch an den Bäumen durch, Leute. Mach's mal richtig schick. Die werden zwar nicht dauerhaft stehen, die Bäume, aber trotzdem. Durch die werden wir uns richtig schön machen hier. Die Beeren waren da hinten.
Ich glaube, die Licht, ja, genau. Ich mache mit Absicht erstmal rein, weil wir wollen auch noch die Wohnhäuser bauen. Gott, wie kommen wir denn hier durch? Hier vorne. Ach, Mist. Da ist der Weg von eben. Das ist mein Weg, den ich eben gebaut habe. Was ist denn hier los? Spiel, mach mich fertig. Den hier machen wir mal weg. Wir haben ja gerade einen neuen kreiert. Unfassbar. Hatte ich den Weg von hier... Ich hatte den Weg von hier aus gestartet. Und nicht von links aus. Ich hatte den von hier aus gestartet, ne? Kommt man hier halt durch? Irgendwie nicht. Ja, guck mal, hier ist eine Lücke. Dann haben wir noch ein paar Wohnhäuser daneben. Hier geht's durch. Ja, das geht. So können wir es machen. Sehr entzückend hier. Schrittchenweise ein Waldweg bis da oben hin. Man sieht ja echt den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das Unterholz wird immer dicker. Sind wir jetzt bald da? Da links. Sehr romantisch. Hier fangen die Bären schon an, ne? Hier müssen wir aufpassen. Da ist schon das Bärenvorkommen. Hier ist eine Mini-Lichtung, da kann man den Sammler hinsetzen, ne? Sieben Bäume fällen, das ist verdammt viel. Priorität. Einmal auf Mittel und jetzt müssen wir einen Weg noch irgendwo wegmachen wieder. Das war der hier vorne. All den können wir uns auch wieder schenken hier. Sobald ich ihn entdeckt habe, wo er nirgendwo endet, er kann wieder weg hier. Zumindest im Stück. Hatten wir hier noch einen falschen gemacht? Nein. Und das ist der, den wir gerade angelegt haben. Und im Großen und Ganzen ist der, glaube ich, okay. Der sieht doch ganz nett aus. Ja, der ist okay. Jetzt müssen wir die Baureihenfolge nochmal checken. Die Lager waren zuerst. Speicher auf höchster. Lagerhaus auf Priorität. Lagerhaus steht schon. Top. Eine Person dort arbeiten. Der muss zu Ende gebaut werden. Dann Holzfällerlager. Vorräte. Holzfällerlager machen wir eins danach mit Mittel. Und mit den Bären fangen wir dann an. Ne?
So machen wir es jetzt. Arbeitskraft für die Lagerhäuser habe ich gerade gemacht. Beim Kornspeicher ist das noch nicht fertig. Macht Spaß, so eine Waldsiedlung zu machen. Sollen wir uns die einmal aus der Nähe anschauen? Komm, geht laufen, machen einmal einen Waldspaziergang, da wo wir gerade lang gelaufen sind. Schauen, ob wir das finden hier. Das ist unser neuer Mini-Ort, den wir gerade gebaut haben hier. Eine echte hübsche Waldsiedlung. Da links ein überdimensionierter Marktplatz. Leicht überdimensioniert. Soll ich den verkleinern? Wer war der Meinung, der Marktplatz war zu groß und hätte gerne einen etwas kleineren? Danke an die treulose Tomate fürs zweite Abo. Legat der Krone, guten Abend, danke fürs 20. Wer ist der Meinung, ihr hättet gerne einen kleineren Marktplatz? Hier machen wir einen kleineren Marktplatz. Genau. Ich glaube, ich habe es übertrieben, ne? Wohngebäude. Marktplatz. Eingang hatten wir gesagt. Hier. Noch mehr als vorher, ich weiß es nicht. Also 20 hätte ich schon gerne. 25 kommen. Eben hatten wir 50, glaube ich, oder 45. Ja, das sieht doch viel hübscher aus hier. Welche Priorität hat man dem Brunnen gegeben? Niedrig. Ja, die Beeren haben Prio. Naja. Kornspeicher. Danach Holzfällercamp. Danach dann den Brunnen, bitte. Alles okay. Ob ein neues Dorf gestartet worden ist, Snurp? Ja, allerdings auf derselben Karte, das ist das Schöne. So, jetzt machen wir einmal einen Waldspaziergang hier. Und das ist das Dorf. Das neue Mini-Dorf hier. Fresh start for me and my own. Für die Pfützen auf dem Boden hier. Den Weg haben wir echt hübsch angelegt, finde ich. Würdet ihr da gerne einen Waldspaziergang machen? Um zu relaxen, um euch mal so richtig gemütlich und entspannt in Mutter Natur nass regnen lassen. Komm, wir gucken, das Lieblingsbeschäftigung, auch von euch, andere Leuten bei der Arbeit zugucken. Macht ihr ja gerade auch bei mir hier. Auf jeden Fall. Achtung, Kopf einziehen, tut euch nicht weh. Die Gehen bleiben auch schön auf dem Weg, so ist es gut. Oh oh. Ja, das war jetzt nicht so perfekt, aber. Ich habe Angst vor einem Wildschwein. Da kommt uns einer entgegen. Kein Wildschwein. Boah, ist das hübsch hier, Leute. Das ist ein City-Builder. Man glaubt es kaum.
Hier ist die Baustelle für den Kornspeicher. Links sind die Beerenvorräten, die gigantischen. Hier entsteht jetzt die Wildbeute heute. Ach ja, ein Augenschmaus, ein Augenschmaus.